So Leute, da bin ich wieder. So, nachdem ich gestern ja zweimal gegen den Arenaleiter richtig gefailt habe, einfach aus dem Grund, weil sie nur am Hexen war. Also nicht am Hexen, sondern am Hexen einfach. Ja. Nur, ich bin nur zurückgeschreckt oder war verliebt und irgendwas. Deshalb, ja. Ich habe trainiert. Ich zeige es euch mal. So. Skaraborn ist Level 21, Vati habe ich auch zwei Level abgemacht. Da unten in der Wiese. Ja, mein Fire ist unverändert. Und so, ich muss wieder gut hinkriegen. Ja, so passt. Und ja, deshalb bin ich jetzt eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass ich die Arena jetzt schaffen werde. Und deshalb renne ich auch gleich mal hin. Und jetzt gibt es keine Gnade. Nee, was ich noch brauche. Wo ist hier ein Markt? Ein Markt, ein Markt, ein Markt, ein Markt. Ah ja, hier ist der große Markt, stimmt. Ja, ich brauche Tränke. Irgendwelche Tränke, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Ich komme mal hier. Hier, glaube ich, war es, genau. Ja, genau, hier. Also, super Tränke. Nehmen wir mal. Oh, die sind billig. Also. Na, doch nicht ganz so billig, aber ich kaufe mir mal 8 Stück. Und dann geht's auch jetzt direkt los zur Arena. Hopp, hier runter. Und diesmal echt gibt's keine Gnade. Mein Skaraborn ist jetzt wirklich unglaublich wieder gestiegen. Wieder mal jedes Level plus 3 Angriff. Das heißt, es müsste eigentlich reichen. Und, ja, was ich, genau, Skaraborn hat eine Kampfattacke erlernt. Also, jetzt ist es eigentlich ziemlich aus für sie. Stimmt, habe ich ganz vergessen zu sagen. Also, er hat Durchbruch gelernt. Eine wirklich starke Kampfattacke. Und ja, mit ihr werde ich ihm ihr Miltank einfach one-hitten. Also, sofern ich überhaupt mal zum Angriff komme, weil ich glaube, sie wird mich erstmal wieder verlieben und dann werde ich ganz schnell zurückschrecken. Aber vielleicht bin ich auch schneller. Weil ich habe gemerkt, mein Skaraborn ist um 6 Int schneller als mein Fire. Das heißt, vielleicht bin ich schneller. So. Dann hier mit dem Durchbruch. Sehr effektiv. Pepi müsste im Onnet sein. Und ja, jetzt habe ich keine Kampfattacke. Jetzt ist Skaraborn wirklich imba. Und jetzt kommt der Miltank, ihr hässlichstes Pokémon. So, wenn ich schneller bin, ist es jetzt aus für sie. Wenn ich nicht schneller bin, könnte es wieder richtig nervig werden. Und ich bin schneller. Perfekt. Und schau, sie überlebt es sogar. Und fängt an mit ihren bekloppten Moves. Aber ihr Supertrank wird sich auch nicht ganz voll heilen, glaube ich. Genau. Weil mein Schaden gerade war schon richtig hart. Und jetzt bin ich schon zum zweiten Mal wieder stark vor Liebe. Ach. Wenn ich jetzt wieder stark verliebe ist, dann schrei ich. Ah, gut. So, hoffen wir mal, dass es reicht. Weil ungefähr so viel hat sie vorhin behalten. Und das gibt's nicht. Nein. Oh Gott. Und noch ein Supertrank. Ja, der erste hat nicht gereicht. So, Skaraborn, du greifst jetzt an. Danke. So, jetzt war es aber für sie. Das muss es jetzt gewesen sein. Und Miltank ist besiegt. Ich bekomme fette Erfahrungspunkte und ja, das war's. Und wieder schön Geld. Yeah! Also, jetzt fängt sie an zu heulen, oder? Ja. Ah, gut, und den Orden gibt es ihm auch noch. Haben wir auch schon gedacht, ich fange an zu heulen, aber macht gar nichts mehr. Stärke. Also die TM? Die TM ist Anziehung. Nein. Nein.
Die Poké-Athlon-Hallen. Time-Tunnel. Ja, guter Tipp. Könnte ich vielleicht mal hinschauen. Aber diese Pokémon-Wettbewerbe mache ich vielleicht am Ende, wenn wir durch sind. Weil, ja. Hat jetzt nichts wirklich mit dem Spiel direkt zu tun. Deshalb. Einfach mal weiterrennen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt den Orden bekommen. Können jetzt außerhalb vom Kampf stärker einsetzen. Und haben Anziehung bekommen. Naja. Und ja, die wollte doch was von uns, nachdem wir gewonnen haben. Also. Ja. Genau. Und sie schenkt mir eine Schickikanne. Cool. Beim letzten Mal, sie gespielt haben, was eine Weimarkanne und Grafikbug. Moment, ich muss ins nächste Haus reingehen. Okay, ja gut. Hier ist nix. Nur so ein kleines Haus. Und schon wieder Grafikbug. WTF. Jetzt ist sie weg, gut. Ja, dann heißt also, wir können weiter hochgehen und weiter in Richtung nächste Stadt rennen. Und ja, diese Trainerin, die habe ich gestern aus Versehen schon besiegt. Die hatte einen Vulpix. Und naja. Sonst nichts Besonderes. Und hier oben. Es ist unser erster, ich denke gerade nach. Nein, es ist nicht unser erster, glaube ich. Auf jeden Fall ist es ein Doppelkampf. Und ja, das heißt, Skarborn und Watti werden jetzt wahrscheinlich reingeworfen von uns. Nein, es ist doch kein Doppelkampf. Okay. Naja, Skarborn haut es einfach schnell weg. Weil jetzt hab ich meine Step-Attacke, eine Kampfattacke, einfach ein Step. Mache ich richtig schön Schaden. Ich glaube, für Meryl reicht sogar eine Hornattacke. Nein, nein, ah, oh, verdammt. Ach, ich habe gestern meine Attacken umgelegt. Die liegen jetzt anders und ich habe jetzt einfach dahin gedrückt, wo davor meine Hornattacke war. Okay, also hier ist meine Hornattacke. Ja, das war jetzt doof von mir. Okay, Kilian. Camper Kilian. Und dann will seine Freundin natürlich auch noch. Ja, und sie will mich jetzt besiegen, oder was? Mit einem Pikachu! Ein wirklich stark überbewertetes Pokémon. Ich meine, Pikachu ist schwach. Anders kann man echt nicht sagen. Es ist zwar süß und alles, aber es ist nicht stark. Gar nicht. Pikachu ist nicht mal underused bei Shiny Battle. Es ist schwach. Und hier der nächste Picknicker, den wir überspringen könnten. Und den können wir auch überspringen und den können wir auch überspringen, aber mache ich nicht. Ich mag meinen Skyrim trainieren. Und ja, als nächstes werde ich auch bald mal mein Watt hier ein bisschen weiter trainieren, weil das entwickelt sich ja noch. Da reicht noch 100 Tage, glaube ich. Zubat, da wechsle ich zu Watti. Einfach weil es das schön besiegen kann. Und ich, wie gesagt, Watti auch ein bisschen leveln will. Ja. Bringt zwar nicht wirklich viele Erfahrungspunkte jetzt wahrscheinlich, aber es ist immerhin was. Nächstes Dick da, das heißt, ich tue wieder wechseln. Zu. Ja, zu wieder zu Skaraborn. Und dann hau ich einfach nochmal mit einer Hornattacke drauf, dann ist es auch weg. Oder auch nicht, weil es Level 14 ist, fällt mir gerade auf. Aber es reicht trotzdem. Schön. Also, ja, wieder mal einen besiegt und ihr seht, wie wenig Geld sie mir geben. Und das sieht nach einem Drachentrainer aus oder sowas. Nein. Also, es sah wie ein Drachentrainer aus, aber es ist ein Jongleur. Und also, Skarborn gegen ein Voltoball Level 2?
Mach ich mal Aero erst, damit er. Naja. Keine Ahnung. Ich weiß selber nicht, warum ich als Aero erst gemacht habe. Nein. Warum hat er ein Voltuber Level 2? Und ein Voltuber Level 6? Das ist ja erbärmlich. Oh, ich bin auch noch paralysiert. Oh, ich hasse Statik. Ja, und noch ein Voltiball, damit sein letztes Pokémon auch ein Voltiball sein wahrscheinlich. Und sie werden immer um 4 Level stärker. Und er macht mir unglaubliche 2 Schaden. Also einmal Durchbruch, weil es einfach Level 14 ist. Und ja, das gibt sogar ein bisschen Erfahrungspunkte. Und gleich mal das gleiche drauf, das nächste Voltoball. War ja irgendwie klar.